Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast ist die große deutsche Schwimmhoffnung für die Olympischen Spiele in London in diesem Sommer. Umso erstaunlicher, sie mag keine Wasserflecken. Zumindest nicht zu Hause in ihrem eigenen Bad. Herzlich willkommen, Britta Steffen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Doppel-Olympiasiegerin, Doppel-Weltmeisterin, neunfache Europameisterin, sechsmal Weltrekord. Eine Frau, die nach eigener Aussage vor jedem Wettkampf mit dem Schwimmbecken flirtet und jeden Wettbewerb wie ein erstes Date angeht. Bauchkribbeln, Zwiegespräche und Enttäuschung inklusive. Mit Britta Steffen spreche ich über Medaillen, Mentaltraining und Mutproben, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Gold im Blick. Das Bundesleistungszentrum Kienbaum bei Potsdam war schon zu DDR-Zeiten eine Kaderschmiede für Spitzensportler. Geist und Körper. Mit Hilfe von Musik und Farben kitzeln Sportler die letzten Leistungsreserven aus sich heraus. Und ganz unter Wasser. Babyschwimmen inklusive Tauchgang erfreut sich wachsender Beliebtheit in Deutschland. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Tja, und bei uns Britta Steffen, schön, dass Sie da sind. Heute schon trainiert? Ja, natürlich. Um 7 ins Wasser gesprungen und 4 Kilometer geschwommen und dann hergekommen. 4 Kilometer ist für Sie normal? Das oder eher wenig? Eher wenig. Normalerweise schwimmen wir 5 bis 6 Kilometer in einer Einheit. Und die Einheit dauert 2 Stunden? 1,5 bis 2 Stunden. Aber Sie schwimmen das nicht am Stück durch, sondern machen Pausen? Genau. Es kommt darauf an, was man gerade trainiert. Manchmal sind es Sprintprogramme, in denen man 25er und 50er macht. Und manchmal sind es so Einheiten wie zum Beispiel am gestrigen Abend. Da bin ich 4x800 plus 200 Meter Spitze geschwommen. Das heißt, man schwimmt 800 Meter in einem normalen Tempo und 200 Meter schnell, also so schnell wie es geht. Und das wird dann 4x absolviert und dafür braucht man schon seine 1,5 Stunden. Man könnte als Laie annehmen, dass das ein bisschen langweilig ist. So jeden Tag immer Kacheln zählen. Ja. Wie unterhalten Sie sich so? Also erzählen Sie sich was? Singen Sie was? Es kommt drauf an. Man denkt natürlich, was hat man am Tag gemacht? Was ist die Zielstellung für die nächsten Tage? Manchmal, wenn man Test schwimmt, dann bist du natürlich ganz im Test drin und vergleichst deine Zeiten, guckst deine Zwischenzeiten an, während du schwimmst, guckst an die Uhr. Nimmst Laktat ab, das heißt, wie anstrengend war es für dich? Und dein Trainer läuft entweder am Beckenrand mit und zeigt dir, die Technik ist in Ordnung, oder sitzt am Videobildschirm und sagt, Britta, der Arm muss tiefer, du ziehst rechts nicht richtig, und dann ärgert man sich die über sich selbst. Die ziehen immer rechts noch nicht richtig nach all den Jahren. Es schleichen sich auch Fehler ein in jeder Routine. Deswegen ist es ja so wichtig, immer mit dem Kopf dabei zu bleiben. Kann ich mal kurz Ihre Hand haben? Also Sie riechen definitiv nicht nach Chlor. Erst wenn es regnet. Dann steht man an der Bushaltestelle und die Leute gucken komisch, weil der Chlorgeruch aus einem rauskommt. Nee, ne? Egal, ob man geduscht hat oder nicht. Ja. Wenn es regnet, riechen. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist interessant. Das ist nicht unbedingt angenehm. Sie können Wasserflecken nicht ertragen in Ihrem eigenen Badezimmer. Wie kommt das? Ich finde, dass wenn man in ein Badezimmer kommt und das Waschbecken sieht und das ist alles voller Wasserflecken, dann nervt mich das irgendwie. Und deshalb ist es leider so ein Tick von mir, dass ich mit einem Mikrofasertuch meine ganzen Armaturen abwische nach jedem Händewaschen. Und wenn Gäste weg sind, dann wird das auch gleich gemacht. Aber ich finde, diese Marke ist noch erträglich. Das stimmt allerdings. Also Sie sind blond, Sie sind diszipliniert im Schwimmbecken und Sie sind auch noch so ein bisschen pingelig. Sind Sie typisch deutsch? Ich würde sagen, dass typisch deutsch ist, man ist sehr pünktlich und man ist sehr genau und vielleicht auch bürokratisch und macht mehr Aufwand, als es manchmal sein muss. Diese Eigenschaften bringe ich schon mit. Von daher würde ich sagen, ich habe Anteile eines typisch Deutschen, ja. Mann, Sie sind egoistisch, wirft man Ihnen vor. Ja, ich meine, Entschuldigung. Ist das typisch deutsch? Dafür sind Sie Leistungssportlerin. Sie müssen, also, was war da los in Shanghai? Alle dachten, ach, da räumt die Britta mal wieder so ein bisschen ab. Und dann hat es halt nicht geklappt. Im Jahr 2010 hatte ich viel mit Krankheiten zu tun. Also ich habe 10 Tage trainiert, war dann 2 Wochen wieder krank, hatte alle möglichen Sachen. Und das war sehr schwierig für mich, gerade weil ich in dieser Zeit überhaupt keine Ausdauer trainieren konnte. Und das musste ich erst mal nachholen. Bis 2011 im Sommer zu den deutschen Meisterschaften habe ich eigentlich einen ganz guten Stand gehabt und dachte schon, dass ich wieder Wettkämpfe schwimmen könnte auf hohem Niveau. Hatte aber, wenn man so will, nach 22 Monaten das erste Mal die deutschen Meisterschaften als Langbahnwettkampf.
Und es fiel mir schon deutlich schwerer als die Wettkämpfe zuvor, eine sehr schnelle Zeit zu schwimmen. Es war dann eine 54,1. Das war in der Welt zu dem Zeitpunkt Platz 6. Und deswegen bin ich nach Shanghai gefahren. Ich hatte noch ein bisschen Zeit und dachte, vielleicht klappt es doch noch mit einer Medaille. Das wäre sehr schön. Es hat dann überhaupt nicht gestimmt, hinten und vorne nicht. Es gab dafür mehrere Gründe. Die einen waren, dass ich meine Trainingsreize verändern musste. Ich war mittlerweile 27 Jahre alt. Mhm. Und wenn man immer das Gleiche macht, dann ist es irgendwann wirkungslos. Das heißt, wir haben das Krafttraining modifiziert, sind mehr an die Geräte gegangen, obwohl ich normalerweise nur Körperkraft trainiere. Das heißt Klimmzüge, Liegestütze, alles altbewährt. Also Sie haben ein bisschen rumexperimentiert. Genau. Mhm. Und bin dann damit halt schlecht gefahren und bin dann eben unter meinen Möglichkeiten geschwommen. Das heißt, wenn man diese Textilanzüge nimmt und meine Bestzeit definiert, ist die bei 53,0. Mhm. Und wenn man dann anderthalb Sekunden drüber schwimmt und 16. wird über 100 Meter, die meine Weltrekordstrecke ist und mir gehört in dem Sinne, zumindest ist das mein Anspruch, dann ist man einfach frustriert. Und ich war nach der Staffel, die 4x100 Meter Kraulstaffel, nur drittschnellste Deutsche ausgerechnet. Mhm. Und man kann ja vorher bei so einem Wettbewerb auch schlecht sagen, ey Leute, ich bin jetzt nicht so drauf, vielleicht wird es so nicht. Also Sie fahren ja immer mit dem Druck dahin, Sie müssen gewinnen. Klar, wenn man mal ganz oben war, dann wird das von einem weiterhin erwartet, egal in welchem Bereich. Ja, und dann sind Sie einfach so abgehauen. So wurde es jedenfalls dargestellt. Ja. Jetzt ist sie beleidigt oder so. Und Deutschland war enttäuscht von Ihnen. Können Sie das nachvollziehen? Natürlich kann ich das nachvollziehen. Aber vielleicht kann man auch meine Einstellung nachvollziehen. Ich war halt emotional tief getroffen. Ich hatte ganz andere Bilder von mir im Kopf und ganz andere Erwartungen an meine Person. Und es gab für mich kein weiteres Rennen zu schwimmen, außer vielleicht die 50 Kraul. Das heißt, alle Staffeln wurden von anderen Schwimmerinnen aus meinem Team besetzt, weil die einfach besser waren als ich. Und was mich eigentlich gestört hat, war, dass man mir vorwarf, ich würde die Staffel im Stich lassen und das Team im Stich lassen. Das stimmte aber nicht, weil es war eigentlich schon besetzt. Es war besetzt. Ja. Und das, was schwierig war, ist dann, ja, und du musst das Team dort unterstützen. Aber wie soll man Menschen unterstützen, wenn man selber tief traurig ist? Die gucken ja auch auf mich und bauen auf mich. Und wenn ihr, sag ich mal, Vorbild versagt und eigentlich nur traurig ist, dann ziehen sie die alle so runter, ne? Dann ist das eher ein Negativeffekt, ja. Sie haben mal gesagt, die Emotionen, die ich beim Schwimmen erlebe, die bekomme ich nirgendwo anders. Das gilt ja nicht nur im Positiven, oder? Nee, das stimmt. Also diese Traurigkeit nach so einem vermasselten Wettkampf, die kriegen Sie auch nirgendwo anders, oder? Nee, das stimmt. Und die gehört eben auch dazu, sonst würde das Gewinnen nicht so viel Spaß machen und auch sich selbst zu überwinden und nach Niederlagen wieder aufstehen. Wenn man sich die ganzen Elite-Leute anschaut, die mal in ein Jahr schlecht waren, und bei uns gibt es immer nur einmal im Jahr einen Wettkampfhöhepunkt, dann siehst du ganz genau, wenn die wieder gewinnen, wie sehr die sich freuen. Aber man gewöhnt sich eben auch sehr schnell ans Gewinnen und dann ist es plötzlich nichts mehr wert. Es ist alles immer nur so viel wert, wie viel man dafür aufopfern muss. Sprich, klar gehören Niederlagen dazu. Diese war sehr erniedrigend, weil ich eben andere Erwartungen hatte und danach medial auch ziemlich auf mir rumgehackt wurde. Aber gut, daraus lernt man und das gehört zu meinem Leben und das ist eine schöne Reise und das waren mal ein paar Tage, die frustrierend waren. Eine schöne Reise, ja. Das heißt aber, der Druck für London ist jetzt nicht kleiner geworden, ne? Im Prinzip schon. Ja? Weil ja eigentlich die meisten sagen, na komm, die hat alles erreicht, aber dann war sie ein Jahr krank und dann war sie ein Jahr total schlecht. Was willst du von der noch erwarten? Also ich fahre dahin und gebe mein Bestes. Ich bin vorbereitet, ich bin gesund und ich mache die Sachen, die ich mache, 100%. Und dann werde ich sehen, was rauskommt und mit dem Ergebnis werde ich leben. Sie mussten sich das immer alles so ein bisschen erkämpfen, ne? Also so, als Sie angefangen sind, haben die Talentscouts gesagt, ach ja, so doll ist die auch nicht. Die haben gesagt, zu klein, zu dünn. Die haben mich erst gar nicht zum Schwimmen geholt, ja. Zu klein, zu dünn. Und dann haben Sie aber, also Sie sind auch so ein Willensmensch, oder? Genau. Also wenn man definiert, was so zu einem Schwimmer gehört, dann ist das sicherlich einerseits die körperlichen Voraussetzungen, aber andererseits eben auch der Kopf. Du hast ganz viele Schwimmer, die wahnsinnig talentiert sind, aber die einfach keine Lust haben, sich zu quälen und das jeden Tag und das am besten zweimal am Tag. Aber die Lust bringe ich mit. Mir macht das riesig Spaß und ich habe eben den besten Partner, den man sich wünschen kann. Mein Trainer und ich funktionieren als Team und die Leistung, die man als Individualsportler bringt, die ist trotzdem einem Team zu verdanken. Meiner Trainingsgruppe, meinem Umfeld, meiner Familie, meinem verständnisvollen Freund. Erst dann kann man wirklich 100%. Der auch Schwimmer ist, kommen wir gleich noch zu. Wie ist das? Wie muss man sich so ein Training vorstellen? Tut das jedes Mal weh? Nein. Also kommen Sie da raus und sagen, oh,
Man kann es vergleichen wie mit einem Job. Ihnen macht sicherlich auch nicht jede Talkrunde Spaß. So mit Ihnen schon. So wie jeder manchmal zur Arbeit geht und sagt, okay, heute habe ich eine Präsentation, das ist dann wie Wettkampf. Da muss ich fit sein, da muss ich die Leute überzeugen oder ich muss was verkaufen, ganz klar. Manchmal läuft's und du findest einen Käufer für dein Produkt und du bist glücklich, das heißt, ich gewinne Gold. Und manchmal läuft's eben nicht und ein großer Auftraggeber springt dir ab und du weißt erstmal nicht, wohin. Hm. Soll ich jetzt den Job wechseln? Soll ich was anderes machen? Soll ich aufhören mit Schwimmen? Soll ich was anderes machen? Aber Sie kommen so nach dem Training aus dem Becken und dann müssen Sie sich aber nicht gleich hinlegen oder brauchen aufbauende Getränke oder so, sondern können Sie so normal in den Tag gehen und zum Beispiel jetzt ein Interview machen. Ich brauche das sogar, um gut in den Tag zu kommen, weil wenn ich gar nicht trainiere, dann bin ich den ganzen Tag müde und abgespannt und ich merke das bei ganz vielen Leuten in meinem Umfeld. Wenn die ein bisschen Sport am Morgen gemacht haben, dann sagen die, du, ich fühle mich so total fit und bin auch glücklich, dass ich heute schon was geschafft habe und schreiben sich dann auch noch auf, was sie gemacht haben und das motiviert die Leute, weil wir alle brauchen Ziele. Wenn wir ziellos durch die Welt gehen, dann macht das keinen Spaß. Sie waren 6, als die Mauer fiel. Mhm. Man sagte früher immer, Mann, das DDR-Sportsystem, wir lassen jetzt mal das Thema Doping beiseite, aber das DDR-Sportsystem war ja sehr systematisch. Da wurden die Kinder schon mal so vorsortiert, wer kann was. Und haben Sie das Gefühl, Sie profitieren noch irgendwie von diesem System? Ich habe, glaube ich, langfristig davon profitiert, indem ich dann mit 12 Jahren auf die Sportschule nach Potsdam wechselte, von Schwedt aus. Und das waren ja noch alte Strukturen. Das heißt, du konntest mit deiner Schule integrieren, dass du morgens und nachmittags trainieren kannst. Das hätte ich an einem Gymnasium nicht schaffen können. Und von daher sind die Ausläufer des DDR-Systems schon noch für mich Profit gewesen. Ihr Trainer stammt auch aus der DDR. Aus der alten DDR-Zeit. Aber es ist nicht mehr so, dass nach den Trainingsplänen trainiert wird, oder? Nein, das geht natürlich. Also so kann man sich das nicht vorstellen, dass das jetzt so 1:1. Die Entwicklung ist weitergegangen. Ja. Die Ergebnisse sagen, dass eben auch viel Regeneration dazu gehört. Und ich arbeite ja mit einer Mentaltrainerin zusammen, die eben gesagt hat, Britta, wenn du gar nicht mehr kannst und weißt, dass es nicht damit zu tun hat, dass du keine Lust hast, dann kannst du dir das Training die restlichen Kilometer sparen. Und an dieser Stelle habe ich mit meinem Trainer halt den Deal, wenn mir kalt wird und ich merke, mein Körper sagt, du, für heute ist Pumpe und sowas kann immer passieren, dann sind wir kein sturer Planobservierer, sondern dann reagieren wir. Mhm. Und dann gehe ich eben raus. Und das hätte es früher nicht gegeben, da wurde alles durchgezogen. Ja, Kienbaum, ich kann mich noch erinnern, so direkt nach der Wende war das so der Inbegriff des bösen DDR-Sports. Und jetzt, 20 Jahre später, denkt man sich, ach, so schlecht war das auch alles nicht. Waren Sie mal da? Ja. Als ich in Potsdam auf der Sportschule war, musste nach 2 Jahren die Halle rekonstruiert werden. Und dann haben wir da 6 bis 8 Wochen am Stück trainiert, gelebt und gleichzeitig Unterricht bekommen. Also das sind meine Erinnerungen an Kienbaum. Mhm. Und ist das für Sie jetzt so eine Art Gefängnis? Oder sagen Sie, ach, ganz normales Sportlerleben? Also ehrlich gesagt finde ich Kienbaum eine traumhafte Anlage. Mhm. Fürs Schwimmen ideal ausgerichtet. Das ist leider nur eine 25-Meter-Bahn, deshalb für uns nicht ganz so hundertprozentig. Aber das Umfeld, also die Natur, du bist am Wald, du kannst in der Natur dich rumtreiben, du bist am Wasser. Im Sommer waren wir da, haben eine Woche Athletiklehrgang gemacht und waren dann dort draußen schwimmen. Das hat total Spaß gemacht. Also ich finde, das ist toll dort. Hm. Ihr Freund ist Paul Biedermann, der beste deutsche Schwimmer derzeit. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es noch ein anderes Thema als Schwimmen bei Ihnen? Nee. Eigentlich nur Schwimmen. Ich glaube, Sie flunkern. Nee, also man spricht über alles. Man spricht über das Schwimmen, man spricht über das, was ich gerade mache. Ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit zum Thema Existenzgründung und wie man bei Kindern ein positives Unternehmerbild verankern kann. Und da sprechen wir über das, was gerade läuft oder wie eben die familiären Verhältnisse sind, was meine Brüder gerade machen. Alles, was normal ist. Und ist der Trainer ist ja eigentlich mit Ihnen fast oder noch mehr zusammen als Ihr Partner. Ja. Und der hat ja auch, ich sag mal, Einfluss. Der darf Ihnen ja sagen, was Sie den ganzen Tag trainieren sollen und sowas. Gibt es da eigentlich so ein Rivalitätsverhältnis zwischen Trainer und Lebensgefährten? Nee, zum Glück nicht. Jetzt mal die ehrlich. Die verstehen sich, die mögen sich. Und Paul hat auch gar keine Probleme damit. Ich meine, Norbert ist 65. Ja. Da gibt es dann keine Rivalität. Norbert Warnatsch, das ist Ihr mein Trainer. Ja. Genau. Können Sie mal beschreiben, wie lange arbeiten Sie mit dem zusammen? Wir haben jetzt im September unser 10-Jähriges.
Hat sich da was verändert in diesen 10 Jahren? Ich meine, Sie sind, ja, Sie waren Teenager und sind jetzt eine erwachsene Frau. Genau. Also was hat sich da getan? Kam am Anfang zu ihm und war natürlich ihm unterlegen. Er war der absolute Boss. Er hatte Franziska wieder zu Gold geführt. Franziska von Almsick, ja. Wieder zu Weltrekorden. Ich hatte riesigen Respekt. Wir haben dann 2, 3 Jahre miteinander gearbeitet und das blieb eher ein bisschen erfolglos, weil ich halt viel zu tun hatte mit dem Abitur nebenher und dann mit dem Studium. Und dann habe ich halt auch, nachdem die Olympischen Spiele 2004 für mich eher traurig verliefen, ich bin am ersten Tag von der Tribüne gefallen und habe mir den Fuß verknickt, konnte nicht schwimmen und dachte, okay, wenn es so schnell vorbei sein kann, dann lebe ich doch lieber ein normales Leben. Mhm. Und habe dann halt ein halbes Jahr pausiert, in der Zeit aber mit einer Mentaltrainerin angefangen zu arbeiten und aufzuarbeiten, wie so die ganzen Fallstricke zu sehen sind. Also was hat mich eigentlich blockiert, wirklich hundertprozentig das zu leisten, was ich im Training in der Lage war zu leisten. Ein kleines Beispiel, ich bin im Training halt eigentlich immer schneller gewesen als Franziska. Mhm. Und im Wettkampf hatte sie die Nase vorn und ich habe nie verstanden, warum. Aber das klassische Phänomen, ne? Es gibt diese Trainingsweltmeister, genau, die dann im Wettkampf irgendwas haben. Und Franziska war damals offenbar die Mentalstärkere. Das Kampfschwein, wie man sagt. Ne? Vielleicht, ja. Ja. Und als ich dann wieder begonnen hatte mit dem Schwimmsport, weil ich gemerkt habe, ich will noch mal und ich weiß jetzt vielleicht wie und jetzt glaubt eh keiner mehr dran und dann kann ich doch ganz entspannt sein und einfach noch mal mein Glück probieren. Da habe ich halt mit Norbert, meinem Trainer, ein Gespräch geführt und habe halt gesagt, pass auf, wenn, dann möchte ich, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Ich möchte sagen, was ich glaube, was mir hilft, schnell zu schwimmen. Und du bist derjenige, der das studiert hat und mir natürlich sagt, Britta, das bringt nichts oder das sehe ich so. Und dann finden wir einen Konsens. Wir sind beide gebildet, also lass uns doch versuchen, Hand in Hand zum Erfolg zu gehen. Also aus der Lehrer-Schüler-Rolle wurde eher so eine Partnerschaft. Partnerschaft. Genau. Und das hat so funktioniert. Es offenbar lief seitdem fantastisch zwischen uns und der Erfolg kam dann von allein. Ja. Schwimmen, Ausdauersport, man redet immer über Doping. Sie gelten als jemand, der sich geradezu beängstigend natürlich ernährt. Sie beschweren sich drüber, dass die Dopingfahnder bei Ihnen viel zu selten vorbeikommen. Genau. Also Sie würden gerne häufiger kontrolliert werden. Na klar, am liebsten täglich, weil dann hätte man die Möglichkeit zu sagen, ich tue doch alles, was ich kann. Man muss dazu eines sagen, Sie mussten sogar hier die Adresse der Deutschen Welle angeben für den Fall, dass jetzt mal ausnahmsweise gerade ein Dopingfahnder unterwegs ist. Der könnte also jetzt hier rein ins Studio gestürmt kommen und sagen, so Frau Steffens, gehen wir mal eben kurz hier. Ja. Ja. Das wäre theoretisch alles möglich. Vielleicht erkläre ich das mal kurz. Es gibt richtig einen Kalender im Internet, der nennt sich Adams. Und da steht alles drin, was ich so eigentlich an regelmäßigen Tätigkeiten mache, auch an Übernachtungsorten. Und jeden Tag muss ich 1 Stunde meines Tages angeben, wo ich definitiv zu 100% zu finden bin, weil dann eine angemeldete bzw. unangemeldete Kontrolle kommen könnte. Mhm. Eine angemeldete Kontrolle gibt es ja in dem Sinne nicht mehr. Deswegen sagen die Britta, wenn du anrufst und eine Kontrolle willst, dann kommen wir nicht. Weil es kostet halt auch enorm Geld. Es kostet bis zu 500 Euro, eine Urinkontrolle zu machen. Und dieses Geld hat im Prinzip nur Deutschland. Deswegen sind wir auch im Anti-Doping-Kampf absolut vorbildlich. Wir wurden in der Sierra Nevada in spanischen Trainingslager kontrolliert. Und da schämen sich die Frauen, die mit mir auf Toilette gehen, weil eigentlich müssen die ja genau kontrollieren, dass ich da nichts mache. Mhm. Die schämen sich, mir beim Urinieren zuzuschauen und gucken dann halt auch weg. Das geht eigentlich nicht. In Deutschland schauen die da genau hin, weil wir sind ja typisch deutsch, ganz genau und akribisch. Also so viel zum Thema Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte oder sowas. Damit muss man leben, also wenn man Leistungssport macht. Also geben Sie ja alles auf. Sie müssen im Kalender eintragen, bei wem Sie übernachten. Ja. Gut, das findet Ihr Freund sicherlich ganz interessant. Zum Beispiel. Oder Ihr Trainer. Genau. Ja? Ja, so ist es. Aber da können Sie auch nichts machen. Also da können Sie auch nicht Ihre Grundrechte einklagen, sondern entweder machen Sie Leistungssport, dann müssen Sie es akzeptieren, oder Sie lassen es. Meine Oma sagt immer, und die ist sehr klug, finde ich, wer das eine will, muss das andere mögen. Und Sie haben sich damit arrangiert. Und Sie machen irgendwie jetzt keinen besonders genervten Eindruck. Es nervt mich manchmal, wenn mein Internet nicht funktioniert und ich das nicht so hundertprozentig hinbekomme und dann eine halbe Stunde für eine 10-minütige Änderung in Anspruch nehme. Das ist manchmal nervig, aber das ist eben so. Viele Leute sagen, man kann den Kampf gegen Doping sowieso nicht gewinnen, weil die Pharma-Fortschritte sind immer weiter als die Fahnder. Genau. Einfach freigeben, dann haben wir die ganze Debatte nicht mehr. Das ist natürlich eine leichte Sichtweise, aber man gibt ja auch Schusswaffen nicht einfach so an jeden heraus. Viele wissen überhaupt nicht, wie man damit umzugehen hat. Es ist ja auch gesundheitsschädlich.
Also ich meine, die tun immer alle so, wenn du dopst, dann bist du besser und alles ist toller. Aber keiner denkt daran, dass du dir deine Gesundheit kaputt machst, dass du als Frau behinderte Kinder bekommst, dass du vielleicht früher stirbst. Alles und die Frage ist vor allem auch, wie weit nach unten, also wie weit in die Jugend hinein darf man dann? Das fängt man mit 14 an oder mit 16? Es geht gar nicht. Es geht nicht, es würden manche daran sterben, weil sie überhaupt keine Ahnung haben. Und ich finde, man sollte eher das Bewusstsein der Menschen verändern und sagen, hey, versuche doch einfach so gut zu sein, wie du sein kannst. Und dann ist gut. Jeder kann was. Und wenn du Dritter wirst oder Fünfter oder Zehnter, kann das genauso befriedigend sein wie der erste Platz. Aber Sie wissen doch selber, eigentlich zählt nur der erste Platz. Es gab mal eine Umfrage. Kann nicht jeder gewinnen. Schon klar. Aber es gab mal eine Umfrage unter Spitzensportlern. Da hieß es, die überwiegende Zahl würde auf 5 Lebensjahre verzichten für eine olympische Goldmedaille. Das habe ich auch gelesen. Können Sie es nachvollziehen? Klar kann man das nachvollziehen, aber das sind ja auch Momentaufnahmen, in denen man vielleicht nicht weiterdenkt. Wenn dir aber erklärt wird, wie komplex das Leben ist und dass es definitiv ein Leben nach dem Sport gibt, wie viele Leute können sich nach 20 Jahren noch an ihren Olympiasieg erinnern? Sicherlich alle. Aber wie viel können sich davon was kaufen oder wie viel ziehen dann immer noch innere Befriedigung daraus? Ist doch Schwachsinn. Man muss doch grundsätzlich seine Werte haben. Und da sind wir ganz schnell bei Ethik und Moral. Und ich will gewinnen, weil ich wirklich die Beste bin. Und zwar mit ganz normalen Mitteln. Und dazu will ich halt versuchen, mich gut zu ernähren, früh schlafen zu gehen, alles richtig zu machen, mein Umfeld zu optimieren und dann schauen, was rauskommt. Wann geht's ins Bett abends? Um 9, um 10. Das sind so meine Zeiten. Oh, das ist auch nicht sehr spät. Wichtig für Spitzenleistung ist immer mehr der Kopf. Immer mehr Leistungssportler entdecken hier oben die Birne als letzte Leistungsreserve. Musik hören, durch die Spezialbrille Farben wahrnehmen, entspannen. Biathletin Tina Bachmann probiert aus, wie das Wahrnehmungstraining auf sie wirkt. Ich höre Musik, die mit Schallwellen hinterlegt ist, die mir einfach im Training mehr Vitalität und mehr Regeneration bieten, sodass ich einfach härter und besser trainieren kann. Seit 2 Jahren arbeitet die 25-Jährige aus dem Erzgebirge mit dieser Methode. 2011 gewann Bachmann Gold und Silber bei den Weltmeisterschaften. Erfolge, die sie auch auf das Mentaltraining zurückführt. Lerntherapeut Ulrich Conradi hat das Neurocoaching entwickelt, das auch bei diversen Krankheiten angewendet wird. Vor allen Dingen Koma-Patienten, Wachkoma-Patienten, Schädel-Hirn-Trauma. Es wird aber auch sehr erfolgreich gearbeitet mit Patienten neurologischen nach Schlaganfällen oder mit Parkinson-Patienten. Im Sport waren die Österreicher Vorreiter im Bereich des Wahrnehmungstrainings. Musik zum Abschalten und Pushen, hier bei den Skispringern direkt vor dem Wettkampf. 1.500 Euro zahlen Interessierte für 20 bis 30 Stunden Mentaltraining. Bei mir war es so, ich habe ein besseres Schlafverhalten gehabt, besser regeneriert und dadurch konnte ich das Trainingspensum steigern. Auch Tina Bachmann schwört inzwischen auf das Wahrnehmungstraining. Die Zukunft wird zeigen, ob die neue Methode fester Bestandteil der Trainingspläne von Spitzensportlern wird. Kennen Sie das Neurocoaching? Habe ich noch nicht gekannt, nein. Probieren Sie das aus? Es klingt sehr interessant, ich werde mal nachfragen. Wir haben gerade schon darüber geredet, Sie haben auch eine Mentaltrainerin. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Sie legen sich auf eine Couch und dann kommt so esoterische Musik und Räucherstäbchen? Ach, oder? Das wäre schön. Wie ist das? Was macht die mit Ihnen? Na, wir sprechen eigentlich darüber, was meine derzeitigen Probleme sind. Also es ist psychologische Betreuung? Schon. Ja. Weil wenn man ausgeglichen ist und wenn man sich leicht fühlt und alles geordnet ist, dann kann man auch bessere Leistung bringen. Das denke ich schon. Und die meisten machen es im Ausland so oder so. Nur in Deutschland ist es noch ein bisschen verpönt von wegen, ach, ich brauche keinen Psychologen, das brauchen nur Verrückte. Wie sind Sie drauf gekommen? Oder was war so ein Aha-Erlebnis, dass Sie gesagt haben, boah, wow, das setzt was frei oder das hilft? Das verdanke ich ehrlich gesagt Franziska von Almsick, die zuvor mit meiner Mentaltrainerin zusammenarbeitete und gesagt hat, Britta, ich weiß, dass deine körperlichen Voraussetzungen fantastisch sind und wenn du deinen Kopf noch in die Reihe bekommst, dann kann das nochmal was Großes mit dir werden. Von daher würde ich sagen, ich höre auf und du fängst an. Wie viel Prozent sind das da im Kopf, die man noch mobilisieren kann? Es kommt immer drauf an. 3, 5, 10%? Das kann man nicht spezifizieren. Ich glaube, dass das bei jedem sehr individuell ist, dass manche eher verkopft sind und manche machen sich keine Platte. Ich habe jemanden in meiner Trainingsgruppe, der macht sich nie Gedanken. Wenn ich frage, wie atmest du? Machst du 3er-Atmung? Machst du 5er-Atmung? Hältst du die Luft an? Dann sagt er, ich schwimme einfach. Dann sage ich, oh, das wünschte ich. Ich denke zu viel. Also Sie sind so eine Grüblerin. Absolut. Eher Zweiflerin. Mhm.
Das ist eigentlich ein Problem. Und jetzt sagen Sie mal so eine klassische Geschichte, die Sie mit Ihrer Mentaltrainerin machen. Sie haben, Sie streiten sich oder haben irgendeinen Disput mit Ihrem Partner oder sowas. Eine klassische Geschichte wäre, ich komme zu ihr und sage, Norbert meint, wir sollten noch mehr Ausdauer trainieren, aber ich glaube eigentlich, dass das nicht so günstig ist. Ich denke, wir müssten mehr an der Schnelligkeit arbeiten und dann versuchen wir das auseinanderzunehmen und versuchen das von allen Seiten zu beleuchten. Sie hat überhaupt keine Ahnung vom Sport, ist also sehr objektiv und stellt einfach die richtigen Fragen und danach gehe ich dann halt zu Norbert und sage, pass auf, die und die Blickwinkel sehe ich und dann arbeitet man auf einer anderen Ebene zusammen, weil ich bin nicht mehr emotional und sage ihm, ich mache das nicht, weil ich es nicht will, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, denke, das und das spricht dafür, das und das spricht dagegen, lass uns eine Lösung finden. Also, und der Trainer findet das auch okay? Na, der findet super, dass ich lösungsorientiert bin und dass ich ihm nicht einfach sage, ich mach's nicht. Weil das ist ja kein Weg. Und wenn man erwachsen miteinander umgeht, dann ist es ja immer wichtig, dass man versucht, sachlich zu bleiben. Gerade in so einer Partnerschaft, die Trainer-Sportler betrifft. Nehmen wir mal Shanghai 2011. Sie kommen zurück. Sie sind, ganz Deutschland sagt, Mann, die Olle Steffen hat die Staffel und hat nichts gebracht. Und alle hacken auf ihr rum. Ja. Dann ist ihr erster Weg erstmal zu ihrer Mentaltrainerin. Nicht gleich. Also es war so, dass ich erstmal bei Freunden abtauchte, weil ich einfach so ein bisschen emotionale Wärme suchte, weil ich einfach wollte, dass mich jemand versteht, dass mir jemand mich jemand anhört und sagt, eigentlich kann ich dich verstehen. Also ich habe um Verständnis gefleht und das habe ich auch bekommen, weil diejenigen, die sich meiner Geschichte angehört haben, haben alle gesagt, ich verstehe das. Ja. Und wie sind Sie dann weiter mit der Niederlage oder mit der gefühlten Niederlage umgegangen? Ich habe dann schon noch 2-3 Sitzungen mit Frau Janowske, meiner Mentaltrainerin, zusammen darüber gesprochen. Und wir haben das nochmal auseinandergenommen. Und letztendlich ist es ja doch so, dass man mit sich selbst im Reinen sein muss und dass man das akzeptieren muss, was man getan hat. Und egal wie du es machst, es sind nie alle Leute damit einverstanden. Und aber ist das Ergebnis, dass Sie eigentlich alles richtig gemacht haben in Shanghai? Oder finden Sie dann auch hier und da einen Fehler und sagen, Mann, das hätte ich vielleicht doch anders machen können? Richtig. Aus der Emotion heraus denke ich, dass ich professioneller hätte agieren müssen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich mich den Medien nochmal stellen müssen zuvor und sagen, ich fahre jetzt nach Hause, weil die und die Gründe drängen mich eigentlich dazu, nach Hause zu fahren. Also ich hätte, erklären. Richtig. Das Problem ist eigentlich, dass ich mich manchmal gar nicht für so wichtig erachte. Und ich dachte eigentlich, dass es gar nicht weiter auffallen würde im Sinne von, naja, Britta ist jetzt nach Hause gefahren, hat ja auch keinen Sinn. Hat keiner gemerkt. Na doch schon, dass man es merkt und registriert, aber dass man eine Umfrage macht, ob das jetzt richtig war oder nicht und dann noch mit falschen Parametern unterlegt, das hat mich getroffen und sehr geärgert. Und damit hatte ich eigentlich zuvor nicht gerechnet, weil meine Erfahrungen mit den Medien eigentlich immer ganz in Ordnung waren. Aber das war sehr, sehr hart. Das Interessante ist ja, also das ist vielleicht auch Teil Ihrer Persönlichkeit, Sie konzentrieren sich eben nicht nur auf den Leistungssport, sondern haben mal nebenbei noch so ein bisschen studiert. Und zwar nicht nur zum Schein, sondern tatsächlich so weit, dass Sie jetzt Ihre Bachelorarbeit schreiben. Wirtschaftsingenieurwissen, Schwerpunkt Umwelttechnik. Der Schwerpunkt ist Umwelt und Nachhaltigkeit. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich darauf, dass die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale Hand in Hand gehen. Das heißt eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz. Es ist jetzt nicht Umwelttechnik im speziellen Sinne. Ich hatte auch erneuerbare Energien in meinem Studium. Aber meine Bachelorarbeit schreibe ich zum Beispiel im sozialen Bereich Richtung Betriebswirtschaftslehre. Und wie sind Sie da drauf gekommen? Normalerweise sagt man doch, Schwimmer sind so ein bisschen eindimensional. Das würde ich nicht unterschreiben. Es gibt sehr viele Schwimmer, die Mediziner geworden sind, die neben dem Schwimmsport ein Medizinstudium geschafft haben. Das finde ich sehr beachtlich. Ich habe schon den Fokus eher auf dem Sport gehabt, wusste aber, ich brauche einen Ausgleich. So sind wir Frauen. Wir sind halt so, ich brauche noch was für den Kopf. Die Jungs bei mir in der Trainingsgruppe sagen eher, ich mache jetzt mal richtig Sport. Attacke. Ja, genau. Ja. So hat jeder seinen eigenen Weg und das ist ja in Ordnung. Und ich wollte unbedingt was machen, was nicht mit dem Sport zu tun hat, dass ich eben auch auf einer anderen Ebene mich mit Leuten unterhalten kann, als nur immer übers Sport. Und wie ist das Verhältnis Schwimmen, Studieren? Ein super Verhältnis. Nein, ich meine jetzt so zeitlich. Ist es so, dass ich ungefähr 3 bis 4 Stunden am Tag was für den Kopf tue und 4-5 Stunden am Tag trainiere. Boah. Also fast ausgeglichen. Das sind eigentlich 2 Jobs, die Sie haben, ne? Also ja, andere Schwimmer machen hauptberuflich aber so wird's nicht langweilig. Das ist schon ein guter Ausgleich. Man trainiert Kopf und Geist. Und wenn ich halt in der Schule vorankomme, sprich, ich habe was Neues gelernt, dann bin ich sehr euphorisch und gehe dann fröhlich ins Training. Und wenn das Training dann nicht so gut läuft, freue ich mich darauf, wieder zu studieren. Und wenn das Studium halt gerade schlecht läuft, weil ich eine Klausur verhauen habe, dann freue ich mich auf den Ausgleich Sport, weil mich das dann da wieder zufrieden macht.
Ja, ich versuche jetzt hier gerade mal, Sie kennen sich mit Technik aus, ne, mit Umwelttechnik. Ich versuche jetzt gerade auf unserem wahnsinnig modernen man muss Tablet-Computer sagen, unsere 100 Fragen zu finden. Ich gestehe, ich finde sie gerade nicht. Aber wenn Sie jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100 sagen würden, dann würde jetzt hier normalerweise eine Frage kommen. Zum Beispiel, sagen Sie mal eine Zahl. 16. 16. Ausgerechnet die habe ich gerade auf dem Schirm. Welcher Kinofilm hat Sie am allermeisten beeindruckt in Ihrem Leben? Der ist sehr aktuell, ziemlich Beste Freunde. Ach, das ist der, also Mann im Rollstuhl, Betreuer eher so aus der, ich sag mal, Ghetto-Kultur, mhm. und die gehören eigentlich gar nicht zusammen. Genau, ich liebe Gegensätze und habe in dem Film halt gesehen, wie absolute Gegensätze die besten Freunde werden können. Und er hat mich so berührt, der Film. Es war so schön. Ich habe eigentlich nur geheult. Echt? Sind Sie eine Kinoheulerin? Ja. Ich fand es einfach nur sehr berührend. Und es war ein Film, wie ihn das Leben schreibt. Und ich fand das total toll, dass der so gut angenommen wird und dass das kein Frauenfilm ist, sondern dass Männer genauso den cool finden, weil er witzig ist und was für junge Menschen ist, für alte Menschen ist, für jeden. Waren Sie mit Ihrem Freund drin? Ja. Hat der auch geheult? Nein. Nein? Der hat wieder geguckt, oh, heulst du schon wieder? Der war dann eher belustigt. Ah. Aber auch beeindruckt. Wie finden Sie weinende Männer? Wenn sie Grund zum Weinen haben, finde ich sehr schön. Also der hätte jetzt im Film weinen dürfen, ohne dass sie ihn für ein Weichei gehalten hätten. Das ist so, ja. Ach, wie schön. So, wo wir gerade bei Herzensthemen sind, Babyschwimmen. Ja? Manche Experten sind der Ansicht, man kann gar nicht früh genug anfangen mit dem Schwimmen. Finden Sie auch, ne? Schauen wir uns mal an. Das eigene Kind unter Wasser tauchen? Ob sie das mit ihrer Tochter Shada machen kann? Susanne Urul ist skeptisch. Das, glaube ich, hat sie jetzt schon so mittlerweile drauf, dass jetzt irgendwas passiert, was nicht immer passiert. Dass sie jetzt gleich ins Wasser gehen. Ne? Mit ihrem älteren Sohn Akshan ist Susanne nicht getaucht. Ihre 5 Monate alte Tochter dagegen will die Apothekenhelferin frühzeitig an das Element Wasser gewöhnen. Es gibt noch eine Steigerung. Also wenn ihr das Gefühl habt, so der Zweihandgriff, ja, da fühle ich mich sicher mit, dürft ihr gerne versuchen, auf eine Hand zu wechseln, der sogenannte Einhandgriff. Ich komme aber auch. Physiotherapeutin Birgit Speer versucht vor allem, den jungen Eltern die Angst zu nehmen. Aber Shader verschluckt sich heute andauernd. Ein Tauchversuch wird viel Überwindung kosten, vor allem für die Mutter. Ich hoffe, dass Sie es gut mitmachen, ne? Und ja. Nicht, dass sie sich da verschluckt und dann unter Wasser einfach keine Luft mehr kriegt. Ich weiß es nicht, wie ich es erkenne. 1, 2, 3 tauchen und dann führt ihr euer Kind langsam unter Wasser auf euch zu. Die kleine Mara hat es geschafft. Susanne Urul probiert bei Shader vorsichtshalber erstmal den Wassergießtest. Wer hier nicht meckert, darf tauchen, wenn die Eltern sich dann trauen, ihre Kleinen runterzuziehen. Also du hast aber auch die Augen aufgehabt dann, ne? Er hat die Augen aufgehabt, aber auch aufgerissen. Also musstest du ihn schon so ein bisschen runterziehen? Ja, ich muss ihn schon etwas drücken, ja. Beruhigend hört sich das nicht gerade an. 1, 2, 3 und tauchen. Da sind wir wieder. Es hat geklappt mit dem Atemschutzreflex. Ja, ich habe ein bisschen gezögert, weil wenn es dann wirklich drauf ankommt, ist man ja doch ein bisschen unsicher. Aber es hat sie ja ganz gut gemacht. Ne? Und war auch gar nicht so schlimm. Ich war aufgeregter als sie. Ziel der kleinen Übung im 32 Grad warmen Wasser: Die Kinder sollen frühzeitig mit dem nassen Element vertraut gemacht werden und dadurch auch schneller schwimmen lernen. Ja, in Ihrem Porträtfilm haben wir gesehen, Sie machen das auch manchmal so mit kleinen Kindern oder mit angehenden Superstars zu arbeiten. Was erlebt man da? Himmeln die, reden die überhaupt mit Ihnen? Trauen die sich überhaupt oder himmeln die Sie an? Oder?
Es gibt ganz verschiedene Charaktere. Es gibt meist freche Jungs, die dann versuchen, mich zu provozieren. Mhm. So von wegen, wenn du gegen mich schwimmst, gewinnst du nicht oder sowas. Das ist ganz süß. Mhm. Das sind Jungs und die Mädels sind eher schon so sehr zurückhaltend. Aber wenn sie sich an dich gewöhnt haben, dann sind die total süß und lieb und frech. Und dann macht es richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Wollen Sie auch mal Kinder haben? Klar. Gut. Schätzen Sie mal, junge Deutsche, wie viele von denen können nicht schwimmen? Das ist schwierig, weil die Tendenz zunehmend stark ist. Ich denke, so jeder Dritte, jeder Vierte kann. Volltreffer. Jeder Dritte, junge Deutsche, kann nicht schwimmen. Mhm. Ich dachte mal, das gehört irgendwie so zu einer normalen Schulausbildung dazu, oder? Hat es zu meiner Zeit auch noch? Also bei mir auch. Aber ich glaube, dass die Kosten immens sind, also die Kinder zum Schwimmen zu fahren. Zum Beispiel in Berlin sind die Wege ja auch nicht unbedingt kurz bei den meisten Schulen, gleich ein Bad um die Ecke zu finden. Schwimmbäder werden zugemacht, kosten Geld. Richtig. Und damit ist dann wahrscheinlich der Trend gegeben, dass man nicht unbedingt schwimmen geht, wenn die Eltern nicht drauf achten. Ist Schwimmen irgendwas Besonderes? Also müssen Kinder das lernen, finden Sie? Oder es gibt ja auch ein Leben ohne Schwimmen. Klar, wenn man so überhaupt nichts mit Schwimmen am Hut hat, dann muss man nicht unbedingt. Aber die Tendenz ist ja schon stark, dass man im Sommer gerne irgendwie an den See geht und dass man sich dann schnell im Wasser verhaspelt, selbst wenn es nur hüfthoch ist, kann passieren. Und es passieren sehr viele Unfälle und das muss ja nicht sein. Man braucht vielleicht ein paar Wochen, um richtig schwimmen zu lernen. Und dann sollte man das eigentlich auch nutzen. Und viele entdecken dann vielleicht auch ihre Liebe zu diesem Sport, gerade im Alter. Er ist gelenkschonend, du trainierst jeden Muskel, du hast eine schöne Figur. Warum das nicht nutzen? Also auch ein Stück Kultur, oder? Schwimmkultur, Badekultur, das war ja damals zu Römerzeiten eigentlich. Schon, also seit vielen tausend Jahren. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das Wasser irgendwas gibt? Also ist das so, es ist ja eigentlich nicht unser Element. Ja? Es gehört ja den Fischen eigentlich. Ja. Brauchen Sie das? Ich finde ja. Mir macht es sehr viel Spaß. Für mich ist es Meditation, für mich ist es Tanz, manchmal auch Krampf. Wenn das Wasser dich heute mal nicht mag, dann prügelst du dich durch. Und ist das tatsächlich so, dass Sie das Gefühl haben, oh, es gibt Tage, heute in denen ist es Salzsäure, keine Lust auf dich hat und dann hast du große Probleme und dann denkst du, oh, warum geht's heute so schwer? Aber das gehört eben auch dazu, dass bei jeder guten Beziehung und Liebe so, dass es auch mal schlechte Tage gibt. Also Sie reden dann auch mit dem Wasser? Ja. Was machst du heute mit mir? Klar, sowas kommt dann schon. Aber es ist immer mächtiger, ne? Ja, und den Respekt sollte man auch nie verlieren. Nicht vor Tieren, nicht vor Kindern, vor keinem. Sie sagen, ohne Sport bin ich nur ein halber Mensch. Sie haben auch gesagt, auch London Olympia dieses Jahr ist erstmal ein Schritt, aber dann ist ja noch Europameisterschaft in Deutschland 2014 und Rio ist 2016. Mhm. Also das wollen Sie jetzt alles noch so wegschwimmen. Also es ist halt auf jeden Fall eine Momentaufnahme, dass ich mir vorstellen kann, schon noch weiter zu schwimmen, weil es mir einfach riesigen Spaß macht. Aber dazu brauche ich mein Umfeld und dazu brauche ich die Unterstützung meines Trainers und meines Freundes. Und warum dann nicht noch bis zur Europameisterschaft hier in Berlin schwimmen oder eben auch noch weiter, klar. Wir freuen uns drauf. Zum Schluss ganz schnell, knallhartes, typisch Deutsch-Spiel. Wo schwimmen Sie lieber, Schwimmbad oder Meer? Schwimmbad. Was glänzt mehr, Ehering oder eine Goldmedaille? Ehering. Was putzen Sie lieber, Bad oder Küche? Bad. Windrad oder Solarzelle? Windrad. Vielen Dank, das war es schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen an Sie. Vielen Dank an Britta Steffen. Wir haben gesprochen über Goldambitionen, Gehirntraining und Genuss im Wasser. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können die Sendung auch in unserem Online-Archiv anschauen oder als Podcast abonnieren. Bis nächste Woche. Tschüss.